Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grand The Witcher Card Game. Heute sollte eigentlich Bloodborne erscheinen. Das Problem ist, wir haben jetzt keine Zeit zu zweit zum Aufnehmen. Das heißt, ich habe gedacht, okay, haue ich eine Folge Gwent raus, weil Gwent ist momentan eigentlich das Projekt, was mit am besten ankommt. Ich habe mir gedacht, wir machen das Deck, was wir gestern so ein bisschen im Stream angetestet haben, angefangen haben zu machen. Zeige ich heute mal, weil wir haben ja die Hälfte davon eigentlich schon gesehen. Das wollte ich jetzt nicht mal als ganze Folge rausklopfen. Ja, das Deck ist ein bisschen anders geworden. Man sieht, es hat 33 Karten, das ist aber nicht schlimm. Der Kern ist immer noch derselbe. Es geht eigentlich primär um diese Sergeant-Buffer, die alle Karten auf dem Feld im Deck auf der Hand um 1 buffen, wenn sie die gleiche Stärke haben wie sie. Man sieht es hier, wir haben hier eine Menge 3 Mana-Kreaturen, wir haben ja 4er, die werden später auch noch gebufft. Ja, was habe ich geändert am Deck? Ich habe erstmal Shani rausgenommen. Shani fand ich nicht so gut, ich habe dafür Kira reingenommen. Ich habe jetzt doppelt Brandeffekt, weil momentan ist es wirklich so, es gibt kaum Schwächungseffekte, sage ich mal, und es werden wirklich teilweise ziemlich hohe Matches gespielt, Karten. Das heißt, ich habe gedacht, die schaden nicht. Wir haben unsere übliche Dreier-Witcher-Kombo mit Dandelion zum Buffen, Nanekit zum Rückrufen und Reinforcement zum Spielen. Passiert nicht jedes Spiel, kann auch mal sein, dass es gar nicht passiert ist. Unsere Blue Stripes, die rauskommen, wenn wir eine Dreier-Kreatur, Vierer oder Fünfer spielen. Die Threat Bunch, die so ein bisschen Schaden machen soll. Und natürlich die Infanterie, die einfach die Witcher schlecht sind. Was habe ich noch geändert am Deck? Was habe ich geändert? Großartig. Erstmal habe ich 3 Scouts und 3 Field Medics reingenommen. Das ist nicht schlimm, weil die Scouts rufen mir natürlich Karten aus dem Deck. Dieselben Karten, die wir auf dem Feld haben. Und die Field Medics lassen uns eine bronzene Karte auf dem Feld zurück ins Deck packen und dafür eine andere spielen. Die können wir aber nicht auswählen. Ist ziemlich praktisch, hilft dabei, das Deck ein bisschen durchzuforsten und halt die Karten zu kriegen, die man will. Ich habe 3-mal den Kavalleriemann hier reingenommen. Der wird gespielt, wenn wir eine Runde starten und wir liegen 20 Punkte zum Gegner zurück. Man hat es im Stream vielleicht schon gemerkt, dieses Deck ist extrem brandanfällig. Zumal auch da jede Kreatur dieselbe Stärke besitzt. Das heißt, es kann ganz leicht passieren, dass die ganze Reihe weggebrannt wird. Ist aber nicht schlimm, denn wenn der Gegner dann zu viel Stärke hat, kommen die hier. Und die sind dann wahrscheinlich auch so gebufft und vielleicht auch so eine 5er, 6er Kreatur. Und man spielt natürlich gleich alle 3 auf einmal. Das heißt, die Karten, die hier weggebrannt werden, die kriegt man einfach schnell wieder. Was ich noch reingenommen habe, sind Madrom. Die Pilze hier, und zwar haben die einen ganz coolen Effekt, finde ich, die, also kennt man ja, entweder sie resetten eine Unit und stärken sie um 3 oder sie resetten eine Unit und schwächen sie um 3. Dieses Resetten ist momentan extrem praktisch, weil es gibt sehr viele Decks, es gibt das Aufdeckungsdeck von Nilfgaard, es gibt das Abwurf oder das Mischdeck von den Squirtle, es gibt auch die Absorb-Monster. Alle Decks haben halt Karten, die sich extrem hoch buffen können und diese Pilze resetten halt die Stärke, die diese hochgebufften Karten dann haben und fügen ihnen noch 3 Schaden zu. Das heißt sozusagen, wenn der Gegner, sagen wir mal, einen Spotter hat oder den Elf, der sich hochbufft mit 20 Stärke, spielt ihn, dann kann man die Karte spielen und danach ist es halt nur noch wirklich eine 1er Stärke Karte. Ist ziemlich lustig, das Deck ist nicht over the top, es ist kein Rank 1 Deck, aber es ist, finde ich persönlich, ziemlich lustig zum Spielen und wir gucken uns mal an, was das Deck kann. Bis gleich. Men of Kedwin, attack! Close ranks! Okay, wir spielen gegen nördliche Königreiche. Muss nicht unbedingt schlecht sein, kann aber auch nicht gut sein. So, was wollen wir auf jeden Fall nicht auf der Hand haben? Blue Stripes, die werden natürlich aus dem Deck gespielt. Die Infanteriemen brauchen wir auch nur einen. Zack. Und ich sag mal, ich werf mal. Ah, ich habe jetzt 2 Witcher, das ist natürlich doof. Und ich habe noch diese Kavallerie, die will ich halt natürlich auch nicht haben. Ich werfe mal die Kavallerie zurück. Ziehe noch einen Buffer, okay. Wir haben Nenneke leider nicht, aber wir haben 2 Witcher auf der Hand. Es ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist jetzt auch, es gibt eine bessere Hand. Aber mal gucken, was wir daraus machen. Es kann natürlich sein, dass der Opponent spielt natürlich auch nördliche Königreiche. Das heißt, die Decks werden sich vielleicht ein bisschen ähneln. Er spielt aber Hänselt. Hänsel finde ich persönlich momentan den schwächsten Leader aus den nördlichen Königreichen. Aber wir werden mal sehen, was er damit macht. Natürlich später auch die Sergeants. Ist auch, glaube ich, mit einer der wenigen Decks, die man spielt, richtig. Es gibt, glaube ich, noch ein paar andere, aber diese Sergeant-Buffer, da wurden halt ein bisschen gebufft jetzt mit dem Patch. Der Wetter, also ich habe so gut wie gar keine Decks mehr gefunden, die Wettereffekte spielen. Auch von den Gegnern her. You blind, greedy fool.
Okay, er spielt die. Ich überlege, was ich jetzt mache. Wir könnten natürlich die Treadbun spielen, aber ich würde erstmal so lange spielen auch eine Runde Sergeants. Dass wir nächste Fähigkeit die Crewman Ability haben, dass wir hier damit zwei Schaden machen. Stand and fight. Dann werden wir die mal spielen. Death to the enemy! Jetzt haben wir natürlich eine Reihe, die 20 hat. Das heißt, wenn er jetzt einen Brandeffekt auf der Hand hat, ist unsere Reihe weg. Ja, komm schon. Wenn nicht, dann würde ich vielleicht ganz gerne nächste Runde den Sergeant zurück ins Deck packen und eine andere Karte spielen. Dann ist die Reihe nicht mehr brandgefährdet. Wir haben den Feldmedic. Okay. Das ist nicht schlimm. Das heißt so, zack. Der kommt zurück ins Deck. Wir spielen einen anderen Sergeant. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Klappt auch ganz gut. Was tun wir uns halt nur? Don't recognize your old mates. Ah, ich würde ihn davon ganz gerne noch einspielen lassen, dann kann ich die wegbrennen. Ich hole mal unseren raus. No time to whimper. Weil ich finde die nicht. Die bringen uns im Deck nichts, wir spielen den nicht. Der ist halt für sich an sich ganz gut. As you command, Your Majesty. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich kritisch. Er liegt halt mit zwei Stärke vorne, aber wir haben den Vorteil, dass wir noch eine Handkarte mehr haben. Aber alles, was wir spielen, wird jetzt großartig nochmal gebufft. Ich könnte auch Philippa spielen und was wegblitzen. Ich könnte aber auch einen Witcher raushauen. Das Problem ist, wenn wir einen Witcher raushauen, wir können ja nächste Runde einen Mulligan, also einen abwerfen. Ich glaube, ich hole mal die Infanterie raus. Dann haben wir wenigstens die nicht so nicht auf der Hand. Let's go. Okay, jetzt werde ich mal einen Witcher rufen. Now that's the kind of negotiating I understand. Ziel, wir sind jetzt stärker natürlich wieder als er und nächste Runde können wir halt, wir haben Witcher noch auf der Hand, wir können Nenneke damit spielen und können Nenneke zwei Witcher zurück ins Deck packen. You one of us or not? Na, dann hat er den letzten. Gut. Ich denke aber danach werde ich nichts mehr großartig spielen oder ich schwäche halt mit den Pilzen einen von seinen. Don't recognize your old mates. Finally. Okay, jetzt wäre es vielleicht sogar noch ganz clever, was zu spielen. Ich spiele mal noch Philippa. You'll suffer the consequences of your foolishness. Die wird noch mal ganz gut Schaden reinhauen. Okay, die sind weg. Ich gebe ihm mal die Runde. Es bringt jetzt nichts weiter zu spielen. Wir haben zwei Witcher jetzt auf dem Friedhof. Wir könnten theoretisch mit den... Kommt noch an, was wir jetzt ziehen. Wir könnten mit den Reinforcements natürlich Nenneke holen. Haben noch einen Witcher auf der Hand. Das heißt, wir kriegen nochmal die Dreier-Kombo von denen. Wir haben immer noch einen Sergeant, der bufft. Kommt jetzt stark drauf an, was wir ziehen. Viva Scout ist gar nicht so schlecht. Gerald Brandt ist ja. Ich würde die Pilze wahrscheinlich ablegen, weil die bringen uns nichts mehr großartig. Kriegen wir noch einen Viva Scout. Nasty wounds those, but you'll live. Okay, er bringt sich die nochmal zurück. Das ist gar nicht so schlecht, weil wenn er die jetzt alle drei tatsächlich nochmal irgendwie spielen könnte, können wir sie immer noch wegbrennen. Wo ist unsere Nenneke? Thank not me. Thank my little egg. So, was bringen wir zurück? Ich würde fast sogar einen Witcher. Also natürlich die beiden Witcher und ich würde wahrscheinlich eine Kavallerie zurückbringen. Falls das mal irgendwie wieder passiert, dass wir viel weniger Stärke kriegen, aber ich denke nicht, dass irgendwas in der gleichen passieren sollte.
Problem ist nur, auf unserem Friedhof haben wir, glaube ich, jetzt schon... Ne, wir haben einen Sergeant, oder? Einer ist auf dem Friedhof. Okay, das heißt, wir haben noch einen Sergeant im Deck. Das heißt, ein Weaver Scout könnte uns noch eine Karte mehr bringen, aber danach ist Schluss. Das heißt, zwei Scouts sind momentan ein bisschen nutzlos. Spiel mal einen Sergeant. Ja, dann buffen wir ihn. I told you so, you idiot. Ich würde ungern die Witcher-Kombo raushauen. Stand and fight. Okay, der Sergeant hat jetzt nichts mehr wirklich gebufft. Oh gut, der passt. Wir haben auch die Witcher-Kombo. Der Weaver ist jetzt ja nutzlos, sage ich mal so. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass wir das großartig was wegbringen können. Aber ich hätte lieber eine 4er Gold als eine 2er nicht Gold. Und Kira haben wir noch. Kira ist nicht schlecht. Der kommt weg. Oh, und wir kriegen nochmal Pilze. Okay. Wir müssten eigentlich ganz gut klarkommen. Weil egal, was er jetzt spielt, das können wir wegmachen, weil Kirak hat halt auch die Fähigkeit Epidemie, das heißt, die schwächste Einheit wird zerstört. Wir fangen natürlich an. Ich würde Geralt wegkommen, weil ich glaube kaum, dass er noch irgendwie eine Reihe mit 20 Stärke zusammenkriegt. That was actually rather impressive. Congratulations. Die letzte Karte ist noch nicht gespielt. Und es gibt eigentlich nichts, was ich auf 20 Stärke aufwaffen könnte. Na, was spielt er? This is no time to whimper. Okay, wir könnten ihn jetzt mit Kira weghauen. Ist auch, glaube ich, das Beste, was wir machen können. I feel honored, truly. Weil die Witcher. Ja, wir hätten auch die Witcher buffen können. Okay, hat aufgegeben. There will be no negotiation. Crush those vermin! Okay, was haben wir auf der Hand? Wir haben wieder zwei Witcher. Ich will keine Witcher. Wir haben... Blue Stripes will ich eigentlich auch nicht. Wir haben eine Infanterie, die ist nicht schlimm. Eine Kavallerie will ich nicht. Ah, jetzt haben wir zwei davon. Dann werfe ich die ab. Okay, wir haben unseren Sergeant-Buffer. Ist tricky. Der Vorteil ist, ich könnte jetzt theoretisch, also die erste Runde beginnt eh immer mit Holdest, aber wir haben Kira direkt zur Starthand. Das heißt, ich könnte im Prinzip auch die Weaver Scouts mit Quen buffen, aber ich heb mir Kira lieber für die Witcher auf, dass wir da einen Dreier-Buff raushauen können. Okay. Close ranks! Wir machen erstmal die simpelste Runde, wir buffen alles. Show me the coin or sod off. Ich könnte jetzt Dandelion spielen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle drei Witcher nochmal ins Deck kriegen und irgendwie spielen können, dafür bräuchte ich mir Nenneke, ist, sag ich mal, eher unwahrscheinlich. Das heißt, ich hau jetzt mal Dandelion raus. Buffe. Ich buffe natürlich die Witcher. Was könnte ich noch buffen? Ich werde mal wahrscheinlich eine Kavallerie buffen. Der wird zwar dann von den Sergeants nicht mehr so betroffen, aber vielleicht kriegen wir auch gar keine zwei, drei Sergeants raus diese Runde, weil wir haben nur einen und nur einen Scout. Okay, das ist nicht schlimm. Ich spiele mal ein Sergeant.
Der Hawk-Supporter bufft sich natürlich für jede Karte, die wir spielen, aber wir haben noch die Madrogen, das heißt, wir können den ganz einfach wieder resetten. Das ist nicht wirklich schlimm. Damn it. Okay. Tell me you jest. Den Sergeant zurück ins Deck und wir spielen einen neuen, der nur 3 Stärke hat. Wieso hat er nur 3 Stärke? Vielleicht weil wir den dadurch gespielt haben. Das wusste ich noch gar nicht, dass die nur 3, also dass die ungebufft rauskommen. Hab mich aber auch letzte Runde gewundert. Das heißt, der es war im Prinzip jetzt gerade ein bisschen unnötig. Everything all right. Zerreißt die ganze Reihe. Ah, das Problem ist, wir können uns jetzt halt nicht mehr wirklich buffen. Ich werde mal noch Semperfy! Ein Blue Stripe spielen. Na, ja, passt natürlich. Aber ich würde mir diese Runde ganz gerne holen. Das heißt, ich spiele eine Runde Spores. Das müsste ja eigentlich. Ja, das müsste. Wobei, nee, wird um 3. Kriegt der noch eine Karte? Wenn ein Enemy appears, boost. Nee, der kriegt keinen Buff. Das heißt, um 1 Stärke gewinnen wir. Ich dachte, das ist immer, wenn eine Karte spielt, aber es ist nur, wenn der Gegner sich bufft. So. Dann hat er nächste Runde auch nicht so stark. Also, wir haben uns die erste Runde geholt. Wir haben zwar jetzt 2 Karten Nachteil, aber wir haben immer noch die Witchers. Threadbunch, Brand, okay, kann ich mitleben. Und wir haben unsere Infanterie, das heißt, ich würde die sogar alle behalten, weil wir können im Prinzip nur schlechter ziehen. Natürlich fangen wir an. I don't wanna die. Rufen wir mal unsere Dreier-Infanterie. Das Problem ist halt, ich weiß auch nicht, was er für ein Deck spielt, weil ich habe, glaube ich, gegen das Deck, was er gerade spielt, noch nie wirklich gespielt. Es kommt mir aber so vor, als wenn das Deck irgendwie darauf basiert, dass man die es kommt mir irgendwie so vor, als ob man hier die Zwerge irgendwie buffen will und damit eine Runde mal halten will. Ich spiele mal die Witch aus. Kannst du mir noch sagen, das Problem ist, ich habe überlegt, ob ich mit Kira unsere Bronzen-Typen buffe. Das Problem ist natürlich, die haben alle dann eine Stärke und die kommen über 20. Das heißt, sie werden ganz leicht weggebrannt werden. So wird es nicht passieren. Ich könnte Threadbunch spielen, ich könnte aber auch passen, weil er müsste jetzt natürlich Karten nachspielen. Aber er wird seinen Zwerg wahrscheinlich dann ein bisschen hochbuffen und nächste Runde noch was behalten. Aber zur Not habe ich halt noch einen Brand oder eine Epidemie. Ich glaube, mache ich sogar. Wir sind mit 19 Stärke vorne, die 19 Stärke müsste er erstmal aufholen. Gut, er kann wahrscheinlich seine Leader-Fähigkeit spielen und kriegt dann noch 2 Karten aus dem Deck. Aber dann ist wenigstens seine Leader-Fähigkeit raus. Hat er auch irgendwas, was er aus dem Friedhof spielen kann? Zerreißen könnte er spielen. Problem ist, was haben wir noch für eine Goldkarte im Deck? Wir haben Kira. Okay, der wird gebufft. Wir haben Kira, wir haben Philippe haben wir noch im Deck. Ist die einzige Goldkarte, die wir haben. Dandelion haben wir schon erste Runde ausgespielt. Philippe würde vielleicht sogar besser sein als Gerald Brandt, aber man kann natürlich auch, wenn man diesen Fehler vermeiden will, dass man die Karten nicht haben will, es gibt ja diese Karte, Goldkarte, dass man eine Goldkarte aus seinem Deck spielen kann. Die Order-Befehle oder wie die hießen, weiß es gar nicht mehr. Wäre, glaube ich, auch eine Option für dieses Deck, vor allem, weil das Deck halt wirklich 33 Karten besitzt. Und dass man die Goldkarten kriegt, die man haben will, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Okay, natürlich haben wir die Runde verloren.
Jetzt habe ich einen Haarmund. Ich will keine zwei Reavers. Deadmold ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Er fängt an. Ah, ist doof. Wobei es gar nicht so schlecht spielt, irgendwas richtig Starkes. Das ist stark genug. Da kommt die Infanterie. Und er hat den Fehler, er hat da 20 Stärke. Das heißt, wir können ihm den Ziegen wegbrennen und führen direkt mit einem richtig starken Board. Skyatel! Attack! Okay, wir haben noch Deadmold. Kier Skies brauchen wir erstmal nicht. Threadbunch. Brauchen wir, wir haben immer noch die Reinforcements. Ah, tricky. Ich würde fast sogar sagen, ich spiele mal Deadmold. Zack, Schwäche nochmal. Ich gehe mal davon aus, irgendwie, dass er die Mini-Reihe auf eine gleiche Stärke brennen will und dann irgendwie wegbrennen will oder dass er jetzt einen Wettereffekt hat. Aber selbst wenn er einen Wettereffekt hat, dann schicken wir einen zurück ins Deck. Oder, nee, können wir gar nicht. Ah, habe ich vergessen. Doch, wir könnten es theoretisch machen, aber es wird sich nicht lohnen. Es ist halt jetzt noch die Frage, was er für Karten hat. Okay, was haben wir noch für eine Silberkreatur? Ich überlege gerade, was wir noch... Wir haben noch Nenneke im Deck. Nenneke ist stark, bringt uns Karten zurück ins Deck, ja. Was haben wir noch im Deck an Silberkreaturen? Die Witcher sind raus, Nenneke. Deadmold ist raus, das heißt, es sind schon mal vier raus. Und das ist die fünfte, das heißt, wir haben nur Nenneke, die wir jetzt selber rufen könnten. Ich könnte jetzt... Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Ich könnte natürlich die spielen... Der Weaver Scout wird mir nichts bringen, das heißt, ich gehe mal auf Risiko. Wenn er jetzt, das hätte ich nicht machen, wenn er jetzt einen Brandeffekt hat, dann ist unser komplettes Board weg. Aber dann hätten wir noch Nenneke zur Not, die wir rufen könnten. Der will mich aber auch ärgern. Kira. Und ja, Waffen. Führt nichts drumrum. Waffen. Not your lucky day. Ah, ich wusste, dass er noch einen Brandeffekt hatte. Nenneke, wir holen uns die. Drei Stück zurück ins Deck, würde ich sagen. Das Problem ist jetzt halt, ich weiß nicht, ob er jetzt noch eine letzte Combo hat oder so, aber er, ich glaube nicht mehr, dass er über 20 Stärke kommt. Mit Saskia und Roach vielleicht. There will be no negotiation. Okay, er kommt nicht über 20 Stärke, wir haben verloren. Ah. Schade. Ich hätte ihn nicht buffen dürfen. Ich hätte irgendwas anderes spielen müssen. Ich hätte die nicht buffen dürfen. Der Buff war der große Fehler, der uns das Spiel gekostet hat. Aber egal. Das Deck funktioniert. Es ist ganz lustig. Wenn ihr es mal selber ausprobieren sollt, ich habe es am Anfang gezeigt. Ich hoffe, das hat euch so gefallen. Soweit gefallen mit der Folge Gwent. Diesmal leider alleine, aber mein Gott, passiert halt mal. Kann halt immer vorkommen. Wenn es euch Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und da lasst es uns wissen. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dann wieder zu zweit. Bis dahin, haut rein. Ciao. Und wenn ihr irgendwelche Decks sehen wollt, die wir mal spielen sollen, lasst es uns auch wissen. Haut rein.